Hallo, heute lege ich die Karten für dich, und zwar die Romantic Tarot. Und zwar, es geht um deinen Seelenpartner, es geht um die Liebe und es geht um sein Geständnis für dich. Stimme dich voll und ganz auf diese Legung ein, schließe deine Augen und sende mir deine Gedanken zu. Warum geht es jetzt in diese Liebesverbindung? Es geht wirklich um die 10 Kelche. Also, das heißt, also es geht wirklich darum, dass er wirklich hier dieses volle Gefühl auch lebt. Also, er hat sich jetzt zur Zeit auch vielleicht zurückgezogen und er hat hier wirklich diesen Eremit bekommen, dass er nach innen schaut und seine Gefühle prüft. Denn also, er hat einen inneren Kampf in sich. Und also es arbeitet in ihm, also mit den 10 Stäben, vielleicht gibt es auch noch eine Mitbewerberin und es geht wirklich darum zu erreichen, dass man auch wirklich bestimmte Dinge klärt, dass man auch mit dem Verstand klärt, was will ich wirklich, ja? Und es geht darum, also hier auch wirklich mal, also wirklich leidenschaftlich da auch in der Action zu gehen, in der Bewegung zu gehen, bestimmte Dinge zu klären und auch keine Konflikte zu scheuen, auch mit sich selbst. Denn es geht wirklich darum, dass man das auch manifestieren möchte, dass man auch hier Erfolge sehen möchte. Und natürlich ist ein Geständnis da auch sehr, sehr wichtig. Na, also es geht darum, hier auch wirklich, also geduldig zu sein, also erstmal für dich. So, ich lege jetzt natürlich die Karten für dich aus und konzentriere dich. Es geht definitiv da, dass du deinen Herzensmenschen, deinen Seelenpartner willkommen heißt und auch wenn du noch Ängste hast, trotzdem, dass du ihm willkommen heißt, damit er natürlich auch das Geständnis für dich offen wahren kann. So, wir legen natürlich hier die Romantik-Tarot-Karten aus und wir schauen jetzt, was die Karten für dich verraten möchten. Ja, so, was möchten dir diese wunderschönen Rosenkarten verraten? Und wir schauen jetzt die Karten natürlich auch an. So. So, 7 Karten. 7 Karten. Die magische 7 greifen wir jetzt natürlich hier mit der Zahl 7 auf. Kennt ja auch die Zahl 7 hat eine wirklich eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Ja, also in vielen Märchen, in vielen spirituellen Sachen halt wird die 7 wirklich als ganz, ganz besondere Zahl auch hier benutzt. Ja, und jetzt nutzen wir auch hier die Kraft der 7. So, und wir schauen jetzt, was hier auch wirklich für uns verraten wird durch die Karten. Ja, so. Sieben Chakren haben wir, 7 Wochentage. Ja. So. Die unterste Karte ist hier wirklich die Ängste. Also diese Ängste können auch bei dir jetzt wirklich ganz präsent sein. Denn vielleicht hast du auch schon Erfahrungen in Bezug mit deinem Seelenpartner erlebt, vielleicht hast du dich auch schon geöffnet und du hast deine Gefühle ihm offenbart und jetzt hast du Befürchtungen, dass er wirklich deine Gefühle auch enttäuscht, ja? Also so auf der Kopfebene ist hier bei deinem Seelenpartner einfach da, dass er noch sehr im Mangel ist. Also das ist jemand, der
sehr diese materialistische Sachen braucht, also auch diese Beständigkeit braucht, dass er sich darüber definiert. Aber es kommt ja auch eine Veränderung. Aber wir gucken jetzt einfach, was jetzt auch in der Vergangenheit seine Gedanken auch wirklich bewegt hatte. Also er hat sehr viel über Finanzen nachgedacht und ich nehme jetzt hier wirklich wahr, dass er halt auch so gefühlsmäßig schon sehr locker drauf war, aber trotzdem hat ihm das sehr geprägt, diese finanzielle Sicherheit, dieser Mangel, das war also für ihn schon sehr wichtig. Auf der Gedankenebene, deswegen hat er da auch einen großen Wert darauf gelegt, dass er dir nicht zu viel gibt, also er wollte sich sicher gehen, dass er genauso viel bekommt, wie viel er gibt. Und das wollte er halt auch abwägen, das war so in seiner Vergangenheit, das war in seinem Kopf, dass er also hin und her, wie wähle ich links, wähle ich rechts, wie soll ich denn auch entscheiden. Also im Grunde weiß er das ganz genau, dass es eine Seelenpartnerschaft ist, also mit den zwei Kelchen. Er wusste das auch schon immer, dass ihr euch wirklich auf diese Augenhöhe begegnen sollt, natürlich. Und er wusste auch schon, dass es also ein sehr tiefes Gefühl einfach da ist. Und er wusste das auch, dass du hier also eine Hohepriesterin bist. Also das heißt, dass du intuitiv auch weißt, wer er in deinem Leben ist, und er wusste das auch, dass es halt auch definitiv hier eine Rolle spielt, ja, also deine Wahrnehmung auch, und er nimmt dich genauso wahr und er weiß auch, dass da eine Grundseelenverwandtschaft auch zwischen euch da ist, dass du so also sehr spürig bist, und das wusste er immer schon und weißte das auch. So, lass uns doch seine Gefühle jetzt anschauen. In seinen Gefühlen geht es wirklich darum, dass er jetzt seine Gefühle so ein bisschen zurückhält. Er weiß das ganz genau, dass er diese Leidenschaft natürlich auch leben kann mit dir, dass er das zulassen kann. Und es geht auch darum, dass ihm jetzt momentan vielleicht so ein bisschen die Motivation fehlt oder bis jetzt gefehlt hat auf der Herzebene, und er hofft auf diese Wiedervereinigung. Er hofft wirklich auf das Eingreifen von der geistigen Welt. Er hofft ja wirklich, dass hier auch wirklich er sein Können auch unter Beweis stellen kann, dass er wirklich so seine Meisterung auch selber erleben kann und auch diese Fülle mit dir leben kann, denn er hat schon sehr viele Gefühle für dich, aber trotzdem, es fehlt noch eine gewisse Etwas, und dieses gewisse Etwas kann wirklich auch damit in Zusammenhang sehen, dass er deine Ängste spürt, deine Unsicherheit vielleicht auch spürt. Und also er möchte dir natürlich auch ein Geständnis machen. Er fühlt sich aber in dieser momentanen Situation ein Stück weit auch gefangen, denn er spürt deine Gefühle, er spürt deine Ängste, und dadurch verpasst er auch immer wieder hier die Chancen, also was das jetzt anbelangt. Er verpasst diese Chancen, was sich normalerweise auch für dich möglich wäre oder zeigen könnte. Ja, also ich denke hier, dass es hier schon im Grund was zum Feiern gibt, ja, denn, also wie gesagt, die sieben Stäbe, er will aber keinen Konflikt mit dir haben, er möchte aus dem Konflikt, aus dem Weg gehen, aber also langfristig gesehen sehe ich hier schon, dass hier, also auf jeden Fall, ja, also schon eine positive Entwicklung stattfindet, und also dass die Engel das Ganze auch positiv unterstützen. Also ich sehe hier die Mäßigkeit, also die Mäßigkeit sagt, es wird sich also positiv entwickeln zwischen euch, definitiv, und er wird ja also auf jeden Fall ein Geständnis für dich auch mitteilen. So, ich möchte jetzt gerne natürlich eine Karte ziehen und möchte auch wirklich fragen, also wenn er in seine Handlung kommt, ja, also die Gefühle zeigen sich hier, also dass hier auch schwer war, bis jetzt war das wirklich schwer,
Und es wird aber ruhiger, denn er wird dir ja seine Gefühle auch mitteilen. Er wird das auch in ruhigere Gewässer mit euch gehen. Und natürlich wird sich das auch positiv auch entwickeln. Wie wird diese leidenschaftliche Entwicklung bei euch sein? Da fragen wir auch um. Zwei Karten sind drei gefallen. Also es geht wirklich darum, ja, dass man hier auch aus diesem Mangel rausgeht. Also man soll auf jeden Fall keinen Mangel haben und auch wirklich nicht in diese ja, in dieses schlechte Gewissen oder diese abwartende Haltung sein, sondern es geht wirklich darum, dass man hier auch wirklich die Königin der Münzen ist, also dass man auch wirklich das erschafft, was man auch möchte. Und er kommt auf dich zu, wie du siehst, volle Leidenschaft. Also der Ritter der Stäbe symbolisiert auch wirklich einen Liebhaber, einen leidenschaftlichen jemand, der auch wirklich Geständnis für dich auch sagt, also was er für dich denkt, was er für dich fühlt und also auf jeden Fall, ja, was er für dich bereithält. Wir fragen auch die Karten der Liebe noch um. Drei Karten. Was sollst du noch wirklich wissen? Was kannst du noch hier in der Liebe verändern? Und was kannst du hier aus dieser Veränderung gewinnen? Ja, und wie kann sich das dann natürlich auch positiv für dich zeigen? Also, wenn du hier noch zu sehr festhältst, also dann verpasst du diesen Höhepunkt in deinem Leben und dann fühlst du dich vielleicht auch ungewollt. Und das wäre für dich wirklich die falsche Entscheidung. Aber wir fragen auch, was kann er denn tun? Also er kann wirklich diese Gedanken loslassen, dass er benutzt wird. Also er kann sich wirklich auf diese Schönheit konzentrieren und ja, er kann dir sagen, komm doch her. Und dann kann er diesen Schmerz auch loslassen. Denn sind wirklich noch Schmerzen da, was euch noch verbindet. Und das ist es wirklich mit dieser Aussage, dass es hier ein Geständnis für dich von deinem Seelenpartner da ist, wird sich natürlich auch positiv entwickeln. Ich ziehe jetzt noch eine Karte für dich, natürlich von dem Orakelkarten von Susanne Hühn. So, wenn Seelenpartner sich begegnen, ich bitte um eine Karte, was ist seine Botschaft an dich? So, gönne dir Ruhe und schenke dir auch Mitgefühl. Das sagt er für dich, gönne dir Ruhe, er kommt auf dich zu und erkenne, wie stark und frei du durch eure Seelenliebe wirst. Ich hoffe, du hast dich hier wiedergefunden. Ich wünsche dir alles Liebe und sage bis bald.